Yo Leute, willkommen zu meinem ersten Video in 2021. Ist schon ziemlich krass, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Kaum sind wir in der Corona-Krise, schon haben wir auch 2021. Das ist erst der zweite Lockdown, aber egal. Ihr seht, heute liegt hier einfach eine Menge Schnee, 10 cm in Niedersachsen. Das ist auf jeden Fall richtig selten, das hatte ich in den letzten Jahren hier überhaupt nicht und dafür bin ich auf jeden Fall echt dankbar, dass ich sowas nochmal erleben darf. Liegt vielleicht daran, dass wir letztes Jahr einfach nicht so viel Fuel verbraucht haben und nicht so krass zum Klimawandel beigetragen haben. Ist auf jeden Fall eine sehr willkommene Änderung. Ihr seht auch schon, was wir hier heute Morgen gebaut haben. Das hier ist ein ziemlich großer Schneemann, aber ich meine, wir machen ja keine halben Sachen hier, ne? Schön ein paar Äpfel als Augen, Karotte als Nase. Den Mund haben wir jetzt nicht aus ein paar Steinen gemacht, sondern hier einfach aus einem Stock. Und ich habe euch auf Instagram mal gefragt, wie der denn heißen könnte. Und eure Antworten beinhalten Kevin, Edward Snowden, Dwayne the Snowman Johnson, Claude, Schneernd, Schnee und Bernd, you know. Gefällt mir. Und Günther. Sind auf jeden Fall, finde ich, alles ziemlich gute Namen für den Kollegen hier. Und laut der iOS-Wetter-App steht er auch noch einige Tage hier in diesem Garten. Denn es soll auch die nächsten Tage schneien. Und das ist natürlich eine super Sache. Ich war tatsächlich auch schon mit dem Autismobil hier im Schnee unterwegs. Auf einer Fahrt, die dann doch eigentlich viel zu lang geworden ist. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Gucken wir mal, ob wir das nachher auch noch machen. Und allein, wenn man sich schon mal das Ganze hier anhört, ne, wenn Schnee liegt, dann ist der ganze Sound immer so schön, eigentlich fast ohne Hall. Okay, da hinten ist jetzt das Haus, aber zum Beispiel auf der Straße, draußen ist es immer so schön wunderbar ruhig, weil der Schnee immer so schön den Sound absorbiert. Also wenn ich normalerweise so laut sprechen würde, dann würde man mich überall hören, gefühlt. Deswegen spreche ich auch, wenn ich hier bin, normalerweise nicht so laut. Aber ich meine, guck mal hier, ne? Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann ist meine Stimme eigentlich so komplett clean. Und das liebe ich auch an diesem Schnee. Einfach, man könnte theoretisch draußen einfach einen Song aufnehmen, wenn die Vögel einem nicht ständig reinzwitschern würden. Aber vielleicht ist das ja auch was Gewolltes. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal, was wir gerade da drin so am Machen sind. Denn das ist auch was ziemlich Aufregendes. Und zwar bin ich gerade dabei, einen alten PC zurückzusetzen, den ich etwas modifiziert habe. Es ist ein alter von meinem Dad, den er nicht mehr braucht, mit meiner alten GTX 750 Ti, einem besseren Prozessor, Kühler und halt noch so ein paar Upgrades, ne? Jetzt fragt ihr euch, wofür ist dieser PC? Für meine Freundin. Was, Gitarre, eine Freundin, denkt ihr euch jetzt sicherlich? Ja, tatsächlich. Das ist möglich. Und ja, keine Sorge, ich denke mal, ihr werdet sie kennenlernen. Aber jetzt will ich erstmal sagen, wir sehen hier schon die ganzen persönlichen Programme, Dateien und Einstellungen werden einfach gelöscht. Von daher sollten wir gleich ein ganz neues und frisches Windows haben, wie eben auf einem neuen PC. Und zurücksetzen. Das dauert dann wohl ein bisschen. Einmal habe ich das schon gemacht, als ich Schadsoftware auf meinem PC hatte. Ich habe ja irgendwann mal die Festplatte in meinem PC austauschen müssen, weil die nicht mehr funktioniert hat. Aber das habe ich dann mit einer anderen Festplatte gemacht. Also das ist jetzt tatsächlich was ganz Neues für mich mit Windows 10, weil damals hatte ich auch noch Windows 7. Ich kann euch ja währenddessen einfach mal zeigen, oder? Also ihr seht hier, wir haben den PC auch schon zusammengebaut mit einem neuen Netzteil und einem neuen Prozessorkühler und eben meiner alten Grafikkarte. Und noch etwas bessere Lüftung, weil das hier ist jetzt ein Office Tower und da dieser PC auch zum Zocken verwendet werden wird, ist es, glaube ich, keine so gute Idee, da den Boxkühler drin zu lassen und auf einen alten Office Tower für die Kühlung zu vertrauen, weil Gaming Tower sind ja eigentlich nur dafür da, besser zu kühlen. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch einen Gaming Tower und deswegen haben wir auch einen ziemlich ordentlichen Prozessorkühler genommen mit noch einem extra Lüfter. Wir wollten eigentlich zwei nehmen, aber die haben dann doch nicht reingepasst. Hier, schönes 650 Watt Netzteil, dann darunter ein besserer Prozessorkühler und meine alte GTX 750 Ti und noch eine schöne SSD. Und ja, die PC-Experten werden sich jetzt denken, was ist das denn für ein Kabelmanagement? Und was für eine Unordnung, der wird doch nie im Leben richtig gekühlt. Aber tatsächlich
ist das eigentlich gar kein so großes Problem. Ja, klar, es ist ziemlich wenig Platz drin für den Airflow und das ist auch ein ziemlicher Nachteil eigentlich, aber da hätte eigentlich noch ein 80 mm Lüfter reingepasst da vorne. Wir haben jetzt leider aus Versehen einen 120 mm Lüfter bestellt, aber hier der Lüfter von diesem Alpenföhn, also von dem Prozessorkühler, ist ja allein schon ziemlich groß für so einen Office Tower und trotzdem da die Kabel so ein bisschen im Weg sind, sollte der eigentlich von vorne genug Luft ansaugen und hier wird ja auch nochmal ein bisschen gesaugt sozusagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das bringt, dass wir den Lüfter da hinten angebracht haben, aber auf jeden Fall wird dann auch dafür gesorgt, dass die Luft wieder rausgeht. Und da das hier schon ein bisschen was ansaugt, denke ich, ist das hier auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber ich bin auch kein PC-Experte. Eigentlich habe ich mich nur damals so ein bisschen darüber informiert, was so für Komponenten gut ist und wie man sowas zusammenbaut, als ich mir meinen Gaming-PC damals 2015 geholt habe. Seitdem werde ich da vom lieben Karabas immer ziemlich gut beraten, was das angeht. Mit ihm habe ich auch zum Beispiel mein Gehäuse und so schon ausgetauscht. Also das ist eigentlich ein relativ einfacher Job, wenn man sich ein bisschen darüber informiert. PCs zusammenbauen und alles Mögliche auszutauschen ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich denke, wer selbst einen Gaming-PC hat, weiß auch, wie man an sowas arbeitet. Morgen bringen wir ihr dann auf jeden Fall den frisch zurückgesetzten PC. Und ja, das wird ziemlich nice. So Leute, willkommen aus dem Autismobil. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, beziehungsweise im Wald auf einer, kannst mal rausfilmen, schön vereisten und verschneiten Straße, die wunderbar noch nicht gekehrt wurde. Und einige von euch würden jetzt vielleicht denken, wir ziehen jetzt meine Freundin hinter der Kamera mit einem Schlitten. Aber nein, wer soll denn dann die Kamera halten? Dann bleibt uns ja quasi nur noch übrig, dass wir die Features eines Seat Mii zum Einsatz bringen, wie die schöne manuelle Handbremse. Oh ja, würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt mal an. Was ist denn hier los? Ach, die Handbremse. Daher kommt das. Oh, bloody hell, I hit a pothole. Untersteuern, Handbremse, übersteuern und dann ziehen wir uns wieder gerade. So geht das in einem FWD. Und ja, es funktioniert, wie ihr seht, auch in einem schönen Up, in einem Seat Mii, der ja quasi baugleich ist. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir gerade sind. Ich verliere hier beinahe die Orientierung und ihr hört wahrscheinlich auch, es rumpelt ein bisschen. Es liegt ja daran, dass wir jetzt nicht in einem SUV sind, nicht gerade. Aber hier vorne ist eine schöne Kurve. Film mal dahin. Ich film mal schnell dahin. Und so geht das. Gut, 70 Grad Motortemperatur. Ja, ich achte sehr darauf, dass wir nur solche Faxen hier im Autismobil machen, wenn der Motor warm ist. Gut, gut. Hier ist wieder eine schön vereiste Stelle. Ah, da ging das aber nicht so gut. Vielleicht geht das wirklich an den Stellen besser, wo auch wirklich Schnee ist. Aber das Gute ist, jetzt wo wir hier auf dem Land sind, interessiert das kein Schwein. In der Stadt, auch in der Kleinstadt, ist das natürlich schon ein bisschen grenzwertiger, sowas zu machen und vielleicht auch gefährlicher, aber hier, wo niemand ist, ne, kann man sowas super machen. Und noch ein Drift. Ist das geil? Ist das geil? Das war der Beste bis jetzt. Und jetzt zeige ich mal, was man noch machen kann. Das war gerade Vollbremsung. Es fühlt sich an, als ob die Bremse kaputt ist. Ich weiß, aber ich kann eigentlich mal die Handschuhe ausziehen. Das ist eigentlich einfach nur, dass die Bremse blockiert und manchmal ist auch ein bisschen Schnee auf den Bremsen. Das ist alles gar nicht wild. Und ja, dieses Auto hat ABS. Was man noch machen kann, 75 Grad, da kann man ein bisschen reven. Wir machen gerade einen Rolling Burnout. Und die Traktionskontrolle regelt immer noch im zweiten Gang.
Ihr seht, Leute, wenn es glatt ist, wird jeder Kleinstwagen mit noch so wenig PS, ja vielleicht nicht noch so wenig, aber auch, ich sag mal, mit wenig PS zu einem 1000 PS Supra, was die Traktion angeht. Und all das aber in einem richtig safen Ausmaß, sodass man die Leistung eigentlich gar nicht so wirklich unterschätzen kann. Sowas kann man übrigens auch nur in wirklich niedrigen Gängen machen, weil da hat man einfach mehr Raddrehmoment. Da beschleunigt man ja bekanntlich auch am besten. Das ist genau derselbe Grund. Aber Leute, ist das geil oder nicht? Findest du das geil? Natürlich, das ist voll geil. Würdest du das auch machen? Safe. Findest du es riskant? Auch als BF17-Fahrerin, Anfängerin? Würdest du es machen? Ja. Ich würde es jetzt natürlich nicht gleich so ohne, sagen wir mal, virtuelles Training zum Einsatz bringen, sondern vielleicht eher... Ihr könnt sowas zum Beispiel in GTA sehr, sehr gut trainieren, weil da passiert ja nichts. Und ihr könnt natürlich nicht mit Lenkrad und so trainieren, das ist klar, aber all das Theoretische... könnt ihr da drin super wirklich trainieren. So, das war es dann auch schon wieder mit diesem Vlog. Ihr seht, draußen liegt kein Schnee mehr und es ist fast schon warm. Heute waren es auf einmal 17 Grad. Das ist eigentlich ganz schön viel für so einen schnellen Wechsel. Und heute waren auch wieder gut viele Leute draußen unterwegs. Sogar die Eisdiele hat bei uns schon geöffnet. Was heißt, wir haben uns heute erstmal gegönnt. Ja, ihr habt meine Freundin in diesem Vlog noch nicht gesehen, aber ich denke, wir werden sie bald vorstellen. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Und ciao!